Ja, mich bewegen verschiedene Krisen des Westens. Und konkret habe ich ein Buch geschrieben, dieses da, jetzt mache ich einen Werbeblock. Global gescheitert, der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass. Und da versuche ich eine Analyse, warum auf der einen Seite permanent eingeknickt wird. Nehmen wir das Beispiel Winnetou, das ist jetzt nicht im Buch, aber darum geht es letztendlich, um Cancel Culture. Wie kommt es, dass Verlage, dass Kulturinstitutionen einknicken, dass sie die Kunstfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Wissenschaftsfreiheit außer Kraft setzen, nur weil einige Aktivisten das fordern? Was steht dahinter? Und meine Antwort ist, da gibt es einen Schuldkomplex, der einen so anfällig macht. Und wie hängt das zusammen mit unserer fatalen Politik gegenüber Russland und der Ukraine, mit dem Scheitern in Afghanistan, dem Scheitern in Mali? Und letztendlich ist meine These die, das wurzelt alles in einer wahnsinnigen Hybris des Westens, in dem Gefühl, wir sind omnipotent. Wir haben ein Gesellschaftssystem, das jeder nur haben möchte, wenn wir da die geeigneten Bedingungen schaffen. Stichwort Handel durch Verflechtung, das haben wir die ganze Zeit Russland gegenüber getrieben. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch verantwortlich für alles, was schlecht läuft in der Welt. Das heißt für Klimakatastrophe, für Hungersnöte, für Kriege, für Fluchtbewegungen etc. Und das wird jetzt, diese Art der negativen Omnipotenzfantasie, die wird jetzt ausgenutzt von Aktivisten, die sagen, ja, der Westen ist strukturell rassistisch, die weiße Haut ist mit dem Rassismus sozusagen identifiziert und da kann man gar nicht anders als rassistisch handeln. Es gibt tatsächlich solche Akteure, die sagen, selbst die Kinder von Weißen werden wieder Rassisten werden, weil das unentrinnbar ist. Und ja, das, die zwei Seiten von Hybris, die eine, die einen permanent in der Welt auftreten lässt als ja, Personifizierung der Demokratie und dabei scheitert, und auf der anderen Seite eben dieser Schuldkomplex, der die Demokratie im Innern aushöhlt, letztendlich. Herr Broder, der Untertitel heißt ja von dem Buch Der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass. Hätte der auch von Ihnen stammen können? Nein, der ist besser. Der ist besser? Sie sind schlechter als der Untertitel. Nein, ich hätte es wahrscheinlich plakativer formuliert, aber ich fürchte, Frau Schröter... Werden Sie es formuliert? Müssen Sie mir noch eine Minute geben... Also ich würde da gerne was zu sagen. Ach, bitte. Ja, bitte. Nein, machen Sie. Also ich durfte ja dieses Prinzip Kontaktschuld jetzt im letzten halben Jahr kennenlernen. Also ich hatte ja meinen ZDF-Job dann nicht mehr und habe im Februar hier erzählt, was mir widerfahren ist. Und ich muss wirklich sagen, ich mache mir große Sorgen um dieses Land und um die Menschen, die publizistisch tätig sind, die von dem Meinungskorridor, der da vorgegeben ist, abweichen. Und das ist das Thema Kontaktschuld. Ja. Wenn ich mit einem Alternativmedienmacher XY ein Interview mache, dann leiten mich die Leitmedien nicht mehr ein. Aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Was ich schlimm finde, und das habe ich selber recherchiert, es gibt Allgemeinmediziner, die haben Maskenatteste ausgestellt oder auch eine Impfunfähigkeitsbescheinigung. Die werden zu Hause auf dem Weg ins Bad am frühen Morgen von einem Sondereinsatzkommando der Polizei überfallen. Ja. Wie ein Schwerverbrecher, wie Terroristen werden sie auf den Boden gedrückt, fixiert und dann sagt ihnen noch einer ins Gesicht, ich werde hier schon was finden in ihrer Wohnung, was wir ihnen anhängen können. Ja? Das ist einem Dr. Paul Brandenburg passiert, der ist Allgemeinmediziner und Publizist. Das kann nicht sein, dass wir das in diesem Land haben. Und das ist, da hat die Kontaktschuld mit zu tun, was ist, weil er gesagt hat, dass wir hier in einem faschistischen Staat leben. Wenn wir eine Meinungsfreiheit haben, davon gehen weite Teile der Bevölkerung immer noch aus, dank unter anderem ZDF und anderen Leitmedien, das denken die ja immer noch, dann darf sowas nicht passieren. Oder Rolf Krohn, Allgemeinmediziner aus Kaufering. Ein Arzt, der Kindern, die Asthma haben, einen Maskenbefreiungsattest ausgestellt hat. Der hat mir kürzlich persönlich erzählt, dass es mehrere hundert Ärzte in Deutschland gibt, die das aus der Verantwortung, der ärztlichen Verantwortung heraus getan haben, weil das Kind nicht mit Maske im Unterricht sitzen kann. Was passiert? Dem wurden die Konten geschlossen, die Immobilien abgenommen, mehrere Hausdurchsuchungen zu Hause. Und das von der Exekutive dieses Staates, das kann nicht wahr sein. Und Entschuldigung, wenn ich ein bisschen abschweife, aber es hat für mich damit zu tun. Das ist für mich das Ende einer freien Gesellschaft. Und es findet in Deutschland statt seit
circa 2 Jahren. Das kann einfach nicht wahr sein. Für die Zuschauer, die damals den Auftritt nicht hier erlebt haben, Sie haben ja damals, kann man schon sagen, auch darüber ausgepackt, was Sie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erlebt haben und wo Sie auch die Schwierigkeiten sehen in der Meinungsäußerung. Was ist Ihnen denn seitdem widerfahren? Na, also es hat eine Woche gedauert, dann war mein Wikipedia-Artikel gelöscht. Den hat meine Chefin anno dazu mal 2008 angelegt, als ich das Berlinale-Journal moderiert habe. Also als ich quasi zum ersten Mal live als Moderatorin für Dreisat vor die Kamera trat. Das ist das Erste, was passiert ist. Kann man sich fragen, okay, gab es eine Löschdiskussion, aber Wikipedia-Artikel weg. So. Erstens, dann bekam ich einen Verriss von einem Redakteur der FAZ auf meine Person, der mit mir nie gesprochen hat. Darf er aber? Nee. Schade. Herr Staun. Und dann kam ein Herr von Übermedien. Ich meine, das dürfen die alle, sind ja Journalisten. Auch sie dürfen eine freie Meinung haben. Aber für einen guten Journalisten, finde ich, gehört es sich, dass er denjenigen oder diejenige anruft. Also mich zum Beispiel. Übermedien ist ja ein Medium, was damit Geld verdient, eigentlich immer über Kollegen zu schreiben. Meistens negativ. Naja, der Herr Niggemeier ist eben mein guter Freund von meiner ehemaligen Hauptredaktionsleiterin. Und auch wenn in seinem Artikel steht, das ZDF sagt dazu nichts, war an seinen Äußerungen am Telefon relativ schnell klar, also von diesem Herrn, der das geschrieben hat, das war René Martens, dass er natürlich mit irgendjemandem im ZDF gesprochen haben muss. Aber im Artikel steht dann drin, ZDF sagt nichts, ist ja dann auch die offizielle Linie. Aber ne, das sind ja jetzt nur so die ersten Speerspitzen. Ich glaube, dass wir hier einen Geheimdienst haben, der sich um solche Kandidaten kümmert, die gegen große Systeme, die staatserhaltend sind, was tun. Wenn man dann aber sozusagen das öffentlich macht, dann ist natürlich schnell wahrscheinlich, dass die Frau spinnt, was ja schon auch der von den Übermedien behauptet. Also ich kann nur sagen, es sind jetzt einfach so ein paar Punkte. Das ist aber alles eigentlich harmlos. Wie waren die Reaktionen im privaten Bereich? Weil das ist ja meistens was, was einen dann mehr mitnimmt, als wenn jetzt ein Autor bei Übermedien was schreibt. Das ist ja dann meistens weniger schlimm. Naja, wenn man einen Job sucht und dann googeln die Leute, wer hat sich denn da beworben? Also wie gesagt, ich bin da völlig entspannt eigentlich, aber das sind die Auswirkungen, Sie haben ja gefragt. Ja. Nee, klar. Also aber ich privat, auch nicht kleinreden, aber nein, privat auch was privat war. Kann ich nur sagen, dass also die mich kennen und schätzen, alle gesagt haben, danke, dass du das gemacht hast, weil das war einfach das, was du erlebt hast. Ja, da kann dich jemand in die oder die Ecke schieben, vollkommen egal, aber das ist das, was du erlebt hast. Und da bist du weder rechts noch ultra extrem links, sondern du hast deine Wahrheit gesagt. Und das hat mich eigentlich bestärkt. Und ja, was die ehemaligen Kollegen angeht, da kam einfach gar nichts, bis auf ganz wenige. Einer hat den Kontakt abgebrochen, aber ich glaube, es gibt da so ein kleines Schweigekartell. Dass die auch gar nicht mit Ihnen in Kontakt treten. Nee, dürfen. Ich glaube, die schämen sich ein bisschen, weil sie kennen ja die ganz große Geschichte. Und man kann natürlich in einem so einem Auftritt nicht alles erzählen. Vielleicht fanden sie es unvollständig. Aber das sind jetzt Spekulationen. Also ich glaube, das ist in der Natur der Sache, dass wenn man weiter da arbeitet, ist ja auch menschlich, ich kann es auch verstehen, dass man dann erstmal sagt, hier, was soll ich jetzt sagen, wenn wir sprechen würden? Dann müsste man ja sagen, dass man vielleicht gelästert hat oder so. Also es gibt bestimmte Themen, da verdichtet sich das immer mehr darauf hin, dass es nur eine Meinung geben kann. Und ich kann mich erinnern, als die Alles-Dicht-Machen-Kampagne war von den Schauspielern, die Kritik an den Corona-Maßnahmen hatte, da war sofort der Verdacht im Raum, das ist rechts. Und damit war rechtsradikal gemeint und das kann man deshalb jetzt nicht ernst nehmen. Heike Makatsch hat sofort gesagt, okay, ich mache da jetzt nicht mehr mit. Es wurde ja auch gefordert, dass selbst Tatortstar Jan-Josef Liefers nicht mehr der Tatortkommissar ist. Es wurde von einem Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zum Beispiel auf Instagram gefordert, dass er jetzt bitte nicht mehr der Tatortkommissar ist. Ja. Und es gibt andere Themen auch. Es gibt, wer sich der offiziellen Migrationspolitik kritisch äußert gegenüber, ist sofort rechts, sofort kriegt ein AfD-Stempel. Willkommenskultur. Willkommenskultur. Wer den Begriff Islamismus, wie ich das tue, verwendet und sagt, Teile des Islam sind... Sie haben doch auch in Ihrer Uni Probleme erlebt. Ja, absolut. Ich habe 2019 eine Konferenz gemacht mit dem Titel Das islamische Kopftuch, Symbol der Würde oder der Unterdrückung. Da habe ich dann sehr unterschiedliche Leute eingeladen. Zwei davon auf dem Podium mit Kopftuch, meine Assistentin mit Kopftuch hat mitmoderiert. Aber es gab im Vorfeld schon eine Internetaktion, so ein Shitstorm, da wurde verlangt, ich solle aus der Universität geschmissen werden, also meinen Job verlieren.
Das ist nicht passiert, weil sowohl die Unileitung hinter mir stand, als auch der AStA. Mhm. Das ist aber eine glückliche Konstellation, würde ich sagen. An anderen Unis sieht das nämlich völlig anders aus. Aber dennoch hängt das immer hinterher. Also mir begegnet das ganz häufig, dass ich irgendwo eingeladen werde und dann gibt es da eine Gruppe und sagt, also diese Rassistin wollen wir hier nicht hören. Ja, warum Rassistin? Ja, damals, diese Konferenz hat doch bewiesen, sie ist eine antimuslimische Rassistin und das ist jetzt ein Referenzpunkt dafür. Und so geht das. Also das Thema ist eines, das nicht behandelt werden. Ja, kann jetzt kommen der Rassismus, ja, eine absolut entgrenzte Definition von Rassismus, was alles Rassismus ist, wenn jemand gefragt wird, woher man kommt, ist das ganz furchtbarer Rassismus, der verletzt andere zutiefst und das darf nie wieder gesagt werden. Wir Asche einmal, auf unser Haupt. Einmal noch die Runde, weil bei Herr Broder, bei Ihnen, das habe ich nicht ganz verstanden. Warum wollte Herr Merz jetzt nicht auf eine Veranstaltung, weil er angeblich nicht wusste, dass da auch Herr Broder ist? Wo ist denn Ihr Streitpunkt mit Herrn Merz? Ich habe gar keinen. Im Gegenteil, ich habe ihn bis jetzt verehrt. Jetzt ist die Liebe erloschen und dafür ist Herr Merz zuständig. Aber er hat ja öffentlich gesagt, er wusste nicht, dass Sie zum Beispiel auch auf dieser Veranstaltung sind. Und jetzt sagt er ab. Unser Freund und Anwalt Steinhöfel und wir waren eigentlich die Anstoßpunkte. Ich weiß es nicht, warum. Er hat uns offenbar zum rechten Rand gerechnet. Ich meine, mehr Mainstream als ich und Steinhöfel kann man gar nicht sein. Und ich denke, ich will das Merz zugutehalten. Er ist ja auch ein vielbeschäftiger Mann. Und Merz hat seinen Pressesprecher auch ausgetauscht. Genau, und das ist noch ein anderer, der wird demnächst ausgetauscht, soviel ich weiß. Ich glaube, der hat auf seine Berater gehört. Und die Berater sind zwei junge Spunde, 31 Jahre alt. Und für die ist eben alles, was die nicht sind, ist Rassismus. Das genau. Ist, so einfach ist es. So einfach ist also ich möchte jetzt Herrn Merz noch eine kleine Chance geben. Er entschuldigt sich, schickt mir einen Baumkuchen vom Café Buchwald und dann ist alles wieder gut. Ja. Gut, aber ich wir werden jetzt, es Herrn Merz schicken. Ja, ich habe jetzt kurz nachgedacht, welchen Titel ich gewählt hätte. Es wäre natürlich ein geklauter Titel. Ich klaue immer, aber nur die Besten. Ich hätte das Buch genannt, Der Westen schafft sich ab. Und ich hätte Thilo Sarrazin noch ein Vorwort gebeten. Aber ich will noch eins sagen. Darf ich eine halbe Minute? Sehr gerne. Wir haben in der Bundesrepublik alles, was Sie beschrieben haben, kenne ich auch, nicht aus eigenem Erleben, obwohl ich auch schon gecancelt wurde. Aber das ist jetzt nicht die Frage. Ich kenne aus meiner Umgebung die Geschichte mit den Ärzten, habe ich genauso erlebt, als ich mal in Bamberg eine Geschichte recherchierte. Ganz normale praktizierende Ärzte sind ausgeraubt worden. Man hat in den Computer mitgenommen, ihre Dateien, und sie wurden wie Schwerstverbrecher behandelt. Später wurde daraus nichts. Aber wir haben hier einen Tatbestand, den es nicht gibt. Es gibt in der Bundesrepublik, ich weiß, es ist absurd, einen Tatbestand, der nicht existiert, und der heißt verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Das gibt es in keinem Strafgesetzbuch, in keiner Strafprozessordnung. Diesen Tatbestand haben zwei Koryphäen des Rechtsstaates erfunden und eingeführt. Unsere Innenministerin, der Herr sei mit ihr auf allen ihren Wegen, Frau Faeser und Herr Haldewang, glaube ich, der Chef des Verfassungsschutzes. Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Das ist sozusagen niederschwellige Kriminalität, die im Strafgesetzbuch nicht erfasst ist, aber jetzt erfasst werden muss, weil dem Staat droht Gefahr. Jeder Mensch hat das Recht, den Staat beschissen zu finden und auch darauf hinzuarbeiten, dass der Staat ein anderer wird. Das macht die Linke genauso wie die bürgerlichen Parteien, jeweils in deren Sinn. Aber ich kenne keinen Fall aus einer intakten Demokratie, wo ein Subtatbestand erschaffen wird, kreiert wird, aus dem Nichts geschöpft wird, mit dem man dann Leute kriminalisieren kann, die nichts verbrochen haben. Herr Seppelt, wie ist denn Ihre Meinung dazu, zu der Meinungsfreiheit auch im Journalismus? Ist die gegeben? Wie sieht es aus mit der Cancel Culture in unserem Land? Also ich kann nur für mich reden, da habe ich ja schon gesagt. Und ich bin jetzt seit 37 Jahren in der ARD und ich konnte immer frei berichten. Ich hatte nie ein Problem damit. Mir hat niemand vorgegeben, was ich zu tun und zu lassen habe. Nun arbeite ich natürlich auch in einem Bereich, der sehr speziell ist, aber unabhängig davon habe ich es auch von anderen Kollegen so nicht empfunden. Also mir geht's gut, vielleicht habe ich Glück, weiß ich nicht, aber ich kann das so nicht empfinden. Ich sehe natürlich manche Sachen schon mit Sorge in der Gesellschaft. Der Bericht des NDRs heute hat Sie ja wahrscheinlich auch schockiert, wenn es so gelaufen sein soll. Nein, aber da haben wir ja schon auch vor der Sendung gesprochen, dass ich mich dazu nicht äußere in der Sendung zu solchen Dingen. Das war auch klar verabredet und das mache ich auch nicht. Aber trotzdem, natürlich sehe ich grundsätzlich es mit großer Sorge in der Gesellschaft, wie halt links und rechts sich radikalisieren. Es ist schon auffällig und ich sehe es auch mit großer Sorge, wie intolerant man miteinander umgeht. Das erlebe ich auch natürlich, aber eben mehr in meinem privaten Bereich und beobachte das auch mit Sorge. Für meinen Beruf kann ich das nicht sagen. Also eigentlich sollen alle wieder miteinander reden, egal ob
Naja, das würde ich ja grundsätzlich mal finden, dass alle miteinander reden sollten. Also ich finde die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, finde ich halt gelegentlich schlimm. Und mein Thema ist, finde ich, seit Jahren, dass ich sehe, dass die sozialen Medien, die sogenannten sozialen Medien, häufig sehr unsozial sind. Und dass etwas, was früher am Stammtisch diskutiert worden ist, wird heute halt in den sozialen Medien diskutiert, bekommt dadurch eine viel größere Präsenz. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass es lieber am Stammtisch bleiben würde, was da gelegentlich gesagt wird, weil ich nicht glaube, dass es, was Sie ja vorhin auch gesagt haben, manche Dinge, die dann auch Angst natürlich ganz besonders eben auch noch quasi multiplizieren. Ich habe das Gefühl, dass wir gelegentlich eben auch als Medien uns überlegen sollten, ob wir der Angst halt so viel Vorschub leisten, sondern versuchen ab und zu mal ein bisschen mäßigend einzuwirken. Aber das sind halt auch nur Beobachtungen.